Es ist zwar der Startschuss für den 6. anhaltinischen Firmenlauf in Dessau, aber einher damit auch gleichzeitig der letzte in diesem Jahr bei einem Firmenlauf. Mit diesem Rennen im Stadtpark von Dessau endet die Saison der Firmenläufe, die unter anderem in Halle der Altmark und im Harz veranstaltet werden. 75 Teams wollen es hier heute noch einmal wissen und die Besten in den Kategorien Frauen- und Männerstaffel sowie Mixed-Staffel werden. Zusätzlich gibt es Preise für den schnellsten Chef, das größte Team und auch das originellste Outfit. Das alles pro Firma für das Unternehmen. Jeder, der heute also hier ist, hat sich dazu bereit erklärt, in seiner Freizeit auch noch etwas mit Kollegen zu unternehmen. Wenn man super Kollegen hat, dann kann man auch super Freunde sein. Auch privat. Privat, natürlich. Wir sind alle Freunde bei Decathlon, Sport verbindet und wir sind ein super Team. Oft sind sie Freunde, wenn sie zum Beispiel mit einem am Firmenlauf mit dran teilnehmen und einen da durchziehen. Wir verstehen uns alle gut untereinander und sind da auch irgendwo Freunde. Wenn die Sympathie untereinander stimmt und wenn das Kollegiale stimmt, dann bin ich der Meinung, können Kollegen auch Freunde sein. Man muss sagen, im Laufe der Zeit, das wächst schon zusammen. Also ich muss sagen, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe gute Kollegen, nette Kollegen. Wir machen viel privat zusammen. Sieht man ja heute mit dem Event. Ich denke, andere Firmen machen sowas nicht. Einige machen es tatsächlich noch nicht. Allerdings erfreuen sich die Firmenläufe immer größter Beliebtheit. Jedes Jahr kommen neue Unternehmen hinzu. Sie entdecken diese Art Event für sich, um einerseits die Mitarbeiter untereinander zu binden, den Zusammenhalt zu kräftigen und andererseits, um mit anderen Firmen zu netzwerken, auf das im besten Fall Kooperationen entstehen. Ganz wichtig also, damit alle sehen, wofür jeder läuft, die Identifikation mit dem eigenen Unternehmen, Stichwort Laufshirt. Du bist hier der Modetyp. Nee, wir machen jedes Jahr ein schickes neues Trikot. Das ist quasi ja Arbeitssachen und die sind besonders stylisch von uns natürlich. Genau. Ein einheitliches Auftreten ist wichtig. Man will sich ja auch zeigen, dass man halt zusammengehört. Modisch, da können wir vielleicht noch ein bisschen was toppen, indem wir uns ein bisschen noch kostümieren. Ja, da sind andere schon einen Schritt voraus. Vor allem, da es in der Kategorie originellstes Kostüm noch gar nicht so viel Konkurrenz gibt. Die Preise dafür wären also leichte Beute, wenn es an der Schnelligkeit und Zeit hapert, um aufs Podest zu kommen. Und wer es hier heute nicht schafft, einen für sich selbst zufriedenstellenden Platz zu erreichen, eine Chance gibt es noch. Wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, macht sich am 30. Oktober jeder mutige Läufer für den 5 Kilometer langen Nachtlauf in Halle bereit. Einige letzte Tickets dafür sind noch erhältlich.